Die Ära Stephen Curry und Klay Thompson, die beiden legendären Splash Brothers, diese Ära ist vorbei und eine neue Ära bei den Golden State Warriors beginnt mit dieser Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal. Und als allererstes, es ist eh immer so crazy, ne? Gerade bei so langen Folgen, wenn da viele immer wirklich stetig mit dabei bleiben von Folge 1. Und dafür will ich nochmal fetten Dank sagen, Leute. Denn wir sind hier jetzt in Folge 55 und starten offiziell in den Rebuild, was bedeutet, dass diese Serie hier mindestens noch 4, 5, vielleicht 6, 7 Saisons gehen wird, aufgrund dessen, dass ein Rebuild nun mal etwas dauern wird. Und wir werden schauen, wie wir den Rebuild natürlich angehen werden. Das hängt ganz stark von dieser Offseason ab, in die wir jetzt reinstarten. Wir sind hier vorgekommen, gucken uns jetzt die Spielerrücktritte an und sehen hier, boah, was für Spieler hier zurücktreten, ist crazy. Kevin Durant. Kevin Durant beendet seine Career. 20 Jahre lang haben wir Kevin Durant gesehen. Bei den OKC Thunder lange, dann Golden State Warriors seine erfolgreichste Zeit, einige Jahre Brooklyn und dann nochmal eine ganze Zeit lang hier bei Phoenix. 20 Jahre Kevin Durant, Goodbye Legend, KD, einer der besten Spieler aller Zeiten. Vielleicht ein Top-10-Player, keine Ahnung. Könnt ihr euch drüber streiten. Dann haben wir hier James Harden, einer der besten Shooter aller Zeiten. Gerade zu seiner Houston Rockets Zeit ein unglaublicher Spieler, ne? Wenn man sich das mal hier vor Augen führt, was er da alles für Scoring Seasons hatte. Gerade diese hier, die war komplett Wahnsinn. Auch er hier, ne, hat fast 20 Jahre auf dem Buckel, sind am Ende 19 Jahre geworden bei James Harden. Auch er hier mit dem verdienten Karriereende. Nikola Vucevic beendet seine Karriere ebenfalls. 17 Jahre lang in der NBA gewesen, lange Zeit Orlando, dann längere Zeit Chicago und dann nochmal ein paar Jahre bei Brooklyn. Bei ihnen gucken wir auch mal auf die Erfolge, ist vierfacher All-Star, bei den anderen sehen wir die Erfolge eh später, weil das alles Hall of Famer sind, ne? Dann haben wir Andre Drummond, der beendet seine Karriere noch nicht, der hatte noch ein Jahr Vertrag, aber bei den Nets beendet auch noch CJ McCollum seine Karriere. Wurde einmal Most Improved Player, ansonsten eher so eine Karriere, wo man sagen muss, lange Zeit zweiter Coaster in Portland neben Damian Lillard gewesen, hat aber nie so irgendwelchen großen Erfolgen geführt, trotz allem ein herausragender NBA-Player, der hier nochmal 1,5 Jahre bei Brooklyn war. Dann haben wir Gobert, Clarkson und dann Dorian Finney-Smith beendet seine Karriere, auch interessant. Bogdan Bogdanovic, aber wo sind denn sie? Na, ich vermisse hier zwei Namen. Warte mal. Hä? Warte mal. Stephen Curry und Klay Thompson machen weiter. What? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass sie weitermachen. Hä? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Spieler seine Karriere eigentlich beendet. Und dann einfach weitermacht. Sie machen bis zum Career-Ende weiter. Sie machen noch ein Jahr. Okay. Hä? Das ist gerade die größte Überraschung, die ich, glaube ich, jemals in einer NBA 2K-Serie jemals hatte. Ich bin gerade maximal verwirrt. Na gut. Wow. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen sprachlos bin, aber das ändert natürlich alles, weil Curry und Thompson noch einen dicken Vertrag haben und noch ein Jahr bei uns zocken und dann ein Rebuild vielleicht gar nicht so viel Sinn macht jetzt schon, sondern man vielleicht den nochmal um ein Jahr verschieben muss, womit ich jetzt gar nicht mehr gerechnet hätte. Und vielleicht kann man sogar ein Rebuild mit den beiden starten im nächsten Jahr dann, wenn sie dann vergünstigte Contracts haben. Warte mal, ich kann jetzt kann ich ja eh nicht gerade verlieren. Okay. Chris Paul beendet seine Karriere übrigens auch, der war eben gar nicht mit dabei, nicht, oder? Hä? Warte mal, wie gehen wir einen Tag vor? Wie gehen wir einen Tag vor? Sind die wirklich jetzt nicht... Die sind wirklich noch mit dabei. Die beenden ihre Karriere nicht. Die haben ihre Karriere nicht beendet, Leute. Dann gucken wir uns mal die Hall of Fame-Neulinge an. Und das sind dann tatsächlich James Harden und Kevin Durant. Haben hier jeweils 1390 bzw. 1368 Spieler.
Richtig gut Average-Zahlen hier natürlich. Beide einmal MVP, Regular Season MVP gewonnen. James Harden 10-mal All-Star. Kevin Durant 18-mal All-Star. James Harden einmal Sixth Man of the Year. Leider nie NBA-Champ, ne? Einer der besten Spieler, der niemals Champion geworden ist. Kevin Durant dagegen mit den Golden State Warriors 2-mal Champion, 2-mal Finals MVP. Beide 6-mal im First All-NBA-Team. Durant dann noch 4-mal im Second All-NBA-Team und Harden im Third. Und Rookie of the Year wurde entsprechend Durant ebenfalls einmal, ne? Plus, dass beide einmal im Rookie First bzw. Second Team waren, okay. Nicht mehr vergebene Trikotnummern. Einmal bei den Houston Rockets die 13 und die 35 bei dem Thunder. Liga-Meetings. Draft-Lottery, das Schlechteste, man hat eine bessere Chance, einen Top-3-Pick zu halten. Nee, das gefällt mir nicht, weil das fördert zu sehr das Tanking und das hier finde ich auch nicht gut. Dass man sagt, in jeder Conference erhalten die Division-Sieger die oberen 3 Playoffs-Plätze nach Siegesbilanz. Das gefällt mir ebenfalls nicht. Deswegen bleibt erstmal alles, wie es ist. Ey, ich muss nochmal raufgucken. Nein, nicht Draft Lottery, da wollte ich noch nicht rein. Die sind wirklich noch da. Die sind noch da, Leute. Okay. Gehen wir jetzt mal in die Draft Lottery und gucken mal. Gucken mal, was hier so passiert. Die Celtics haben auch ihren 16. Pick behalten. Und dann haben wir gleich nochmal was in die Boston Celtics. Die bleiben auch hier bei dem Pick. Das müsste unser Pick gewesen sein, genau. Ja, muss man sagen, dafür haben wir halt Jason Tatum bekommen. Ne? So tragisch ist das jetzt nicht. Dann haben wir die Brooklyn Nets. Die brauchen dringend neues Material. Bei den ganzen Spielern, die retired sind. Vucevic, Harden, ne? Und Co. Die Milwaukee Bucks bleiben auf der 13. Sind jetzt ja 16 Lottery Teams. Aufgrund der 2 Expansion-Mannschaften. Die Lakers behalten ihren 12. Pick. Die Washington Wizards sind auf der 11. Jetzt haben wir hier die Portland Trailblazers. Die in der Top 10 bleiben. Über Minnesota der Pick. Die LA Clippers auf der 9. Clippers mit dem Miami-Pick hier. Ne, da gab es einige Trades in der Vergangenheit. Oh, die Milwaukee Bucks sind in den Top 4. Interessant, die brauchen auch dringend frisches Blut, ne? Giannis, Ingram und Co. haben nicht so geliefert. Die Gamblers fallen damit ein bisschen auf der 7. Das ist für die natürlich nicht allzu geil. Die hätten da gerne einen höheren Pick oder einen tieferen Pick, so ist es dann ja richtig. Die Hawks auf der 6. Und jetzt haben wir die Top 5. Die Magic, die eh so super talentiert sind, springen sogar nochmal nach unten. Ganz stark. Pacers auf 5 werden sich ärgern. Und jetzt haben wir hier die Magic. Die hatten letztes Jahr den First Pick, also den ersten Pick. Die Super Jets. Seattle Super Jets auf der 4. Ganz knapp vorbei an der Top 3. Die Bucks auf der... Eieiei, Orlando hat schon wieder einen Top 2 Pick. Oh mein Gott, die Magic haben hier... Was haben die hier für ein Glück? Die Magic haben hier den Top 2 Pick und... Wow! Warte mal. Warte mal. Nikola Jokic, Aaron Gordon, Jamal Murray und Co. haben hier den First Pick bekommen. Okay. Also die Magic haben mit dieser Lottery hier die Chance, sowas zu werden wie Cleveland und OKC. So ein absolutes Überteam über die Zeit. Und die Nuggets haben gerade eine riesen Chance, so einen Reboot zu starten, indem sie nämlich richtig nochmal attackieren. Na gut. Also gerade wenn man sich auch mal den Nuggets-Kader anguckt, ne, oder auch nochmal den Magic-Kader. Ich meine, gebt euch den Magic-Kader. Banchero ist gerade mal 25. Wagner 26. Sachs ist auch im besten Alter. Warren und Romero, die in den letzten 2 Jahren dazu kamen, sind super jung mit 20 Jahren. RJ Cook hast du hier. Noch einen erfahrenen Dennis Schröder, Anthony Black und Co. Alter. Und die können jetzt einfach, wenn wir mal schauen, beispielsweise Bryce Alexander, Lloyd Diawada oder Bryce Alexander halt holen. Alexander, das wäre schon stark. Das wäre schon sehr stark, den 2,19 Meter großen Mann, der gerade mal 19 Jahre alt ist, 2,16 Meter groß, sorry. Oder Diawada, je nachdem, was sie dann halt haben wollen. Ne? Ist ein großer Point Guard. Vince Reed ist überall der Number One Pick. Ist, ein Point Guard hier, der wahrscheinlich sogar richtig gut zu den Nuggets passen dürfte. Als Jamal Murray Nachfolge. Murray kann auch Shooting Guard spielen, dann Vince Reed als Point Guard. Jokic, Gordon, Watson hast du noch, ne? Swift. Das ist wild.
das ist halt frisches, junges Blut für diese doch etwas älter gewordene Mannschaft, ne? Gehen wir erstmal in Personalverpflichtungen. Wir brauchen einen Assistant GM. Nehmen wir jetzt einfach mal ihn hier. Wobei Assistant GM und Co., das ist mir eigentlich auch sowas von egal. Wir gucken nur mal, Head Coach haben wir hier. Assistant Head Coach, gibt es irgendwelche interessanten Leute? Wurf Dr. Udoka. Ja, der war ja auch schon die letzten Jahre da. Wir gucken mal, ob es hier vielleicht den einen oder anderen interessanten Namen gibt. Ich guck mal nur auf die Schnelle hier. Wem es denn vielleicht so gibt, ne? Mhm. Weil ansonsten will ich die ganze Personalsache einfach automatisch durchlaufen lassen, weil das hat bisher nie den großen Impact gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber so ein LeBron James oder so, den, da hätte ich nichts gegen. Hier, LeBron James. LeBron James als Assistant Head Coach, als, was kann der? Der wäre eher Assistant Head Coach, aber vielleicht kriegen wir ihn ja als Wurfdoktor. Warum nicht? Oder wir machen es anders. Wir feuern ihn hier und machen dann LeBron James zum Assistant Head Coach. Warum nicht? Dann holen wir uns eben LBJ als Assistant Head Coach und vielleicht langfristig sogar als den Nachfolger von Steve Kerr. Das hätte doch was. LeBron verdient da natürlich schon ein bisschen mehr Kohle. Der soll schon seine Million kriegen, ne? Schauen wir auch gleich mal, dass er das auch ganz sicher annimmt. LeBron James ist damit Assistant Head Coach bei den Golden State Warriors und lernt vom vielleicht besten Coach überhaupt aktuell in der NBA, von Steve Kerr. Jetzt noch irgend so einen richtig schönen Big Man. Wem haben wir denn da noch so? Schauen wir mal. Okay, die ist ja leider noch nicht verfügbar. Meistens sind ja immer so ein, zwei Jahre, die sie brauchen, bis sie dann in die Liga kommen. Ah, Chris Paul gibt es auch noch, aber wir wollen jetzt auch nicht, den wollen wir jetzt mal nicht holen. Ah, wir bauen mal LeBron James, bauen wir mal auf jeden Fall hier zum Dings aus, wie heißt es? Den bauen wir langfristig zum Head Coach auf. Ich glaube, das hätte was, gerade wenn Steve Kerr irgendwann mal geht, dann LeBron James in diesem Rebuild dann wirklich so als, als Head Coach hätte schon was. Können natürlich nochmal Guard Guru hier uns angucken. Da würde es White geben, dann kommt der noch. Gucken wir mal, beide konnten verpflichtet werden. Ah, wir brauchen noch einen Chef-Scout, das ist ganz wichtig. Scouting, da übernehme ich hier gerade doch ein bisschen mal was. Analytics. Baldwin hätte hier A+. Dann wollen wir dich natürlich auch verpflichten. Der ist auch gekommen. Und Assistant GM. Gibt es hier denn sonst irgendjemanden Interessanten? Ich meine, dafür, was braucht man denn dafür? Am besten Finanzen. Blount ist hier schon der beste Mann eigentlich. King, Daly. Gibt es hier irgendwie einen großen Namen? Mullen, aber das ist nicht Chris Mullen. Na gut, dann nehmen wir uns einfach mal Blount. Sein Interesse ist nicht allzu hoch bei dem Budget, aber wir gucken mal. Überlegt noch. Überlegt immer noch. Verpflichten wir, weil es kein Angebot für ihn gab. Wir haben auch kein Budget mehr. Dementsprechend haben wir Scout mit am Start. Das passt alles. Und vor allen Dingen haben wir LeBron James als Assistant Head Coach. Sehr nice. Und dann wären wir bald schon beim Draft. Da gehen wir kurz vor. Hier gehen wir auch nochmal kurz vor. Und jetzt will ich aber eine Sache wissen. Na, ich kann noch nicht verlängern. Aber wir haben... Okay, wir haben nach wie vor Curry und Thompson. Wir haben nach wie vor beide im Roster. Damit kann ich eigentlich nicht in den Rebuild gehen. Ich kann nicht in den Rebuild gehen, während wir Curry und Thompson noch da haben. Was man machen kann, ist natürlich trotzdem sich mal anzugucken, was es so geben würde. Problem ist, dass Tatum nur noch ein Jahr Contract hat und es gibt keine Angebote für Jason. Was? Und für Şengün? Den dritten Pick der Bucks könnten wir kriegen. Okay. Kuminga Comeback. Dan Dean. Anthony Davis. Boah, ich hätte eine Idee, hätte ich aber Tatsache.
was wäre denn, wenn wir Jason Tatum anbieten? Beispielsweise an so einem Team. Oh, ich hätte eine ganz wilde Idee. Die Denver Nuggets, die können doch eigentlich gar nichts mit diesem ersten Pick anfangen. Weil das, was die brauchen, ist doch eigentlich direkt ein Superstar, der ihnen direkt helfen kann. Würden sie das machen, ist die Frage. Aber dann will ich mehr haben. Dann würde ich schon mehr haben wollen. Ich will alle ersten Picks, die sie noch haben. Das werden sie wahrscheinlich dann nicht mehr machen, oder? Und die Second Round, dann wir gucken mal, was sie dazu sagen. Jason Tatum kann gar nicht getradet werden, weil er eine No-Trade-Klausel hat. Ah, die Celtics haben ihm damals eine No-Trade-Klausel gegeben. Ah, okay. Ihr könnt Tatum nicht traden. Das haben wir. Daran habe ich gar nicht gedacht. Da habe ich nicht mal dran. Oh mein Gott. Und ich sag noch Rebuild, neue Ära und Co. am Anfang der Folge. Und jetzt sind wir in der Situation, wo du sagen musst: Yo, Bro. Nichts mit Rebuild. Nichts mit neuer Ära. Curry noch da. Thompson noch da. Jason Tatum, no trade clause. Ja. Okay. Können wir denn Şengün anbieten? Das werden sie natürlich nicht machen. Okay. Dann, Leute, haben wir ja gar keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl, als zu sagen, wir gehen nochmal in ein letztes Jahr, wo wir kompetitiven Basketball spielen. Das war nicht der Plan, absolut nicht der Plan. Aber dann wird der Fahrplan meinerseits wahrscheinlich folgender sein. Wir gehen in diese letzte Saison mit Curry und Thompson. In die vielleicht letzte Saison, keine Ahnung. Wir werden mit beiden, wenn sie wollen, wirklich den Vertrag zu günstigen Konditionen verlängern. Die kriegen natürlich beide jetzt nicht nochmal so einen Contract. Also Thompson, der wird zu einem Minimum verlängern, also wirklich ganz wenig Cash. Und auch Curry, der wird weit weg sein von 40 Millionen. Dann werden wir beide mitnehmen, vielleicht sogar in einem fließenden Rebuild, keine Ahnung. Wir werden auch versuchen, mit Jason Tatum zu verlängern. Dann aber ohne No-Trade-Klausel. In diesem Jahr werden wir ihn nicht traden können, aber vielleicht dann das Jahr darauf. Und dann wird der Rebuild so gesehen auf ein Jahr verschoben. Das war nicht mein Plan, aber manchmal ist das Leben so und da machst du dir Pläne und dann kommt irgendwas und schießt da einfach rein. So ist es jetzt erstmal. Irgendwie finde ich es sogar cool, keine Ahnung. Weil das ist jetzt was, wo niemand von euch gerechnet hat, wo ich selber nicht mit gerechnet habe. Wir alle dachten jetzt eigentlich so, es gibt jetzt den Rebuild, neue Ära. Ich habe es so angeteased. In den letzten Folgen waren immer schon die Thumbnails, letzte Regular Season der Splash Bros. Und guck, wie gesagt, ich weiß das ja selber nicht. Normalerweise war ich fest überzeugt, die werden ihre Karriere. Das stand ja auch oft in diesem Text und alles kam anders. Bedeutet auch, dass Stephen Curry tatsächlich in seine 20. Saison gehen wird und Thompson in seine 16. Okay, bin mal gespannt, was ihr in den Kommentaren so sagt. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann mit dem NBA-Draft, mit der Offseason und allgemein müssen wir mal gucken, was wir dann genau machen und Co. Ich melde mich mit dieser fetten Überraschung ab und bye bye.